Neben mir steht seine Exzellenz, der Botschafter Ungarns. Exzellenz, wie viel Überzeugungskraft, wie viel liebe, nette Worte, Sätze brauchte der Abgeordnete Bommert, um Sie zu überzeugen, hier für seine Gäste zu kochen? Das dauerte nicht so lange, weil wenn man irgendwie schon den Gespür hat, dass man Ungarn freundschaftlich angeht, dann trifft man bei uns auf offene Türen. Und das war wirklich so, wir haben uns bei einer Wirtschaftsveranstaltung irgendwo in dem neuen Schloss getroffen und er hat angedeutet, er hätte Interesse daran, mit uns ein bisschen zusammenzuarbeiten. Dann hat er darüber erfahren, was eigentlich meine berufliche Geschichte ist, was ganz eng verbunden ist mit der deutschen Geschichte, insbesondere mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Und dann hat er mich eingeladen in diesen wunderschönen Hof, wo wir eine sehr interessante Diskussion gehabt haben, weil dort manche ganz auf der Seite Ungarns standen in den kritischen Fragen, andere überhaupt nicht. Das ist manchmal so. Aber ich freue mich sehr darüber, wenn man sich auseinandersetzen kann, nämlich wenn auch die ungarische Seite die eigene Position erläutern kann. Und dann blieben wir im Kontakt und da kam die Initiative, hier irgendwie einen ungarischen Abend zu veranstalten. Und mit gutem ungarischen Essen, dann sagte ich, okay, aber dann, ich habe eine Vorbedingung, ich koche. Wer, Exzellenz, das verraten Sie uns doch bitte einmal, hat Ihnen denn das Kochen beigebracht? Sind Sie ein Naturtalent oder hatten Sie einen Lehrmeister? Naturtalent bin ich sicherlich nicht, aber ich neige dazu, gute Dinge zu erwerben. Und was Kochen im Kessel angeht, das war mein Schwiegervater. Aber ich koche auch andere Dinge. Ich war einige Jahre Botschafter in Kroatien. Dort habe ich vieles über Meeresfrüchte und Fische gelernt. Aber sicherlich das Beste ist, wenn man traditionelles ungarisches Essen kocht. Und das darf nur unter freiem Himmel geschehen. Botschafter, wir sind gespannt auf Ihre Kochkünste und sagen einmal vielen Dank für das Gespräch und auch vielen Dank, dass Sie hier als Chefkoch zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auf Ihre Kochkünste. Ich freue mich, aber sicherlich das Urteil wird getroffen von Ihren Gästen. Und wenn auch ich der Chefkoch bin, aber sicherlich habe ich das mit meinem Kollegen zustande gebracht und das gehört zu der ganzen Wahrheit. Die Wahrheit ist ja auch, Exzellenz, dass Herr Vogt, der Geschäftsführer, hier schon gesagt hat, er hat gesehen, wie Sie zubereiten, wie Sie hier ans Werk gehen. Er hat gesagt, wenn er ein Lehrer wäre, er müsste Ihnen 1+ Sternchen geben. Also die Lorbeeren, die Sie im Vorfeld bekommen haben, sind doch schon mal vorhanden. Ende gut, alles gut. Das ist doch für uns. Bedanke mich. Wir würden Sie jetzt gerne begrüßen zu unserem zweiten MIT-Sommerfest. Es mag welche vor Corona gegeben haben, aber wie wir alle lernen mussten, hat sich da eine neue Zeitrechnung danach eingestellt. Also unser zweites MIT-Sommerfest. Und ich habe wirklich eine Riesenfreude, seine Exzellenz den ungarischen Botschafter hier begrüßen zu dürfen. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass er der fleißigste Mann am heutigen Tag war, weil er wirklich seit 2:30 hier steht, selber das Feuer gemacht hat, 3 Beine aufgebaut, Topf, alles rein und wahrscheinlich gestern schon fleißig war mit Fleisch schneiden, einlegen. Also ich bin wirklich begeistert, habe heute noch viel übers Kochen gelernt und freue mich sehr, sehr, dass er da ist. Wir wollen das Ganze nicht allzu... Wir wollen die Vorreden jetzt nicht allzu lang halten, deswegen erspare ich mir die Begrüßung von allen möglichen Landtags-, Bundestagskandidaten, Abgeordneten, Bürgermeistern, sonstigen Ehrenträgern. Ich freue mich sehr, sehr, dass Sie alle da sind. Wer möchte, darf jetzt auch einmal winken, der sich da angesprochen fühlt. Aber heute geht es tatsächlich weniger um Politik, sondern mehr um einen sehr entspannten, freundschaftlichen Abend, auch mit unserem ungarischen Gast oder Gästen. Und würde jetzt sozusagen einmal das Wort an Frank geben. Dann darf seine Exzellenz natürlich auch noch mal ein bisschen was sagen. Malte wird dann noch mal was zum Ablauf sagen und ich würde das Ganze dann noch mal beschließen wollen. Danke sehr.
Ja, vielen, vielen Dank, Ecki. Nochmal herzlich willkommen, Eure Exzellenz. Ich sage trotzdem Peter, weil wir sind beide per Du. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das wirklich super, super toll, dass wir das heute hier so hinbekommen haben, dass so viele Leute hier sind. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, und das hast du gerade angesprochen, ist diese Verständigung zwischen den unterschiedlichen Völkern. Und es ist so interessant, wenn man sich mehr und mehr damit beschäftigt, dass ja gerade auch in Ungarn viele mit deutschen Wurzeln sind. Die im 18. Jahrhundert, wir hatten vorhin bei dem Gespräch jetzt wirklich, also über die Weine, sind wirklich mal Ausgewanderte, oder einige, nicht alle, sind aber Ausgewanderte, viele Deutsche, die an bestimmten Sachen was machen. Und ich finde das besonders wichtig, dass wir gerade in diesen Zeiten, die sie jetzt sind, dass wir da enger zusammenrücken, weil wir sind Europa. Und bei allem, ich habe es ja, sag mal, in einigen Sachen, dass Leute so denken, nein, wir sind Europa. Und natürlich ist es klar, dass es unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Sachen gibt. Ich finde das toll, dass wir mit den Ungarn hier heute sind, dass wir mit dem ungarischen Botschafter hier sind. Und gerade die Ostdeutschen, das musste ich auch einigen meiner Kollegen in meiner Partei mal erklären, haben ein besonderes Verhältnis zu Ungarn. Denn wenn die Ungarn nicht 89 dieses Loch in den Zaun geschnitten hätten, weiß ich nicht, ob wir heute, wie wir jetzt hier alle stehen, so stehen würden. Also deshalb, wir hatten es schon gehabt, beide große Dankbarkeit an die Ungarn, dass die das an der Stelle wirklich wahrgemacht haben, durchgezogen haben. Dir, lieber Peter, wieder weiter viel Erfolg, auch in dem, was du da machst. Und natürlich, dass wir dich da zusammenrücken. Und wir haben am Sonntag Europawahl. Ich hoffe, dass wir danach eine bessere Einigkeit haben. Ich glaube, das wird sich so ergeben. Man merkt das ja, gewisse Verschiebungen auch im Europa schon von der jetzigen Präsidentin angekündigt sind. Also wir gucken mal. Aber wie gesagt, ganz toll, dass du heute hier bist, dass wir heute in Krem die Ungarn hier haben, dass wir dich da zusammenrücken. Und ich finde es eine ganz tolle Sache und bin da wirklich richtig, richtig dankbar dafür, dass du heute hier bist. Und dass er wirklich hier, also was heißt hier wirklich? Nein, dass er hier gekocht hat für uns. Ich wurde vorhin gefragt, ob ich in der ungarischen Botschaft für andere Gäste kochen würde. Ich habe gesagt, kann ich gerne machen. Ich weiß nur nicht, ob die dann weiter in die ungarische Botschaft kommen. Ich durfte schon kosten. Das Essen schmeckt perfekt. Also, lieber Peter, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Und schön, dass Sie alle hier sind. Schönen guten Abend zu dem Ausklang dieser Woche. Was den Fleiß angeht, dazu gehört auch mein Kollege, der Koch der ungarischen Botschaft. Weil ich riesig tolerant war, meinen Weisungen zu folgen. Zweitens, hier zu sein, ich bin zum zweiten Mal da. Früher kannte ich nicht so viel von Spargel. Und in meiner Laufbahn war ich einmal in Kroatien, in Zagreb tätig. Und plötzlich war ein Gast bei dem dortigen Botschafter, der deutschen Botschafter, der Ministerpräsident aus Brandenburg, Herr Placek. Und da gab es ein Mittagessen aus 5 Gängen und alle 5 waren aus Spargel. Und ich habe das genossen. So. Und seitdem bin ich ein großer Fan von Spargel. So auf einem Spargelhof zu sein, ist für einen Ungarn, der sicherlich etwas anderes unter gute Küche versteht, ist das auch ein europäisches Treffen. Mein zweiter Punkt, ja, am Sonntag gehen Sie zu Wahlen, zu den Europawahlen. Wenn Sie heutzutage die deutschen Zeitungen lesen oder den deutschen Rundfunk oder Fernsehen zuhören, dann gibt es relativ oft ein Vermerk, was mein Land angeht. So ist das Leben. Aber eines sollte man nicht vergessen. Das ist das 5. Mal, dass das ganze Europa, das wiedervereinigte Europa zu den Wahlen geht. Und das ist eigentlich 3 Akteuren zu verdanken. Mit ganz Bescheidenheit den Ungarn, bei die den ersten Stein aus der Berliner Mauer ausgeschlagen haben. Sicherlich dem Altbundeskanzler Helmut Kohl, weil er verstanden hat, was the name of the game. Aber in erster Linie dann, muss ich sagen, den Ostdeutschen. Darüber haben wir bei dem ersten Mal, als ich hier sein durfte, haben wir darüber gesprochen und ich habe es erzählt,
Ich war damals als junger Diplomat zuständig für die DDR. Man dachte damals, das ist der langweiligste Job aller Zeiten für einen jungen Diplomaten. Und dann kam es zu den ersten Flüchtlingen auf dem Gelände der Bundesdeutschen Botschaft in Budapest, dann Picknick in Sopron und dann die Grenzöffnung. Und dann sagte mir der damalige DDR-Botschafter in Budapest, als er die offizielle diplomatische Note bekommen hat von uns, ja Peter, jetzt kommt es zu der Wiedervereinigung Deutschlands auf westdeutschem Boden. Und es ist nicht dazu gekommen, weil die Ostdeutschen in Leipzig und in Dresden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir sind ein Volk. Wir bleiben da. Und wenn Sie am Sonntag zu Wahlen gehen, bitte vergessen Sie nicht, was die Ostdeutschen und die Ungarn für dieses Europa geleistet haben. Und mein letzter Punkt. In dem deutschen Sprachraum haben wir ein Problem. Sie kriegen heute kein Gulasch. Bei uns ist Gulasch eine Suppe. Das ist Pörkölt. Und dazu wünsche ich Ihnen guten Appetit. Auch ich möchte Sie und euch heute ganz herzlich willkommen heißen, hier bei uns auf dem Spargelhof in Kremmen. Bevor ich weiterrede, weil ich das Organisatorische einmal loswerden möchte, möchte ich aber eine Rückfrage stellen, die mir gestellt wurde und ich konnte es nicht mehr beantworten. Da waren 4 oder 5 Sorten Fleisch in der, nicht Gulaschsuppe, sondern Bökelt, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und vielleicht können Sie einmal noch mal sagen, welche Sorten Fleisch da drin sind, weil ich glaube, es ist auch interessant. Ein bisschen Schweinefleisch gibt es drin. Okay. Sie verstehen mich. Weil in Europa sind wir zu Hause. Und jeder sollte seine, ihre eigene Identität bewahren können. Das habe ich von meinem Schwiegervater gelernt. Und deswegen ist es nicht ein klassischer ungarischer Pörkölt, weil dazu 4 Fleischsorten gekommen waren. Kalb, Rind, ein bisschen Schwein und ein bisschen Hirsch. Das haben wir mit meinem Kollegen gestern in, wir nennen das Patz, gelegt mit Lilazwiebel, Knoblauch, Öl, Pfeffer und Weißwein. Guter ungarischer Weißwein. Manche aus den guten Kellern der ungarndeutschen Winzer. Und dann hat das mehr als 3 Stunden lang auf dem Feuer gekocht. Am Ende nicht nur Paprika, aber nicht von der schärfsten Sorte. Das heißt, ich entschuldige mich bei denen, die ein bisschen ungarische Schärfe dabei haben sollten. Das kriegen sie nach den Europawahlen von Viktor Orban. Aber damit das alle genießen können. Und eine Flasche Rotwein von den besten ungarn-deutschen Winzern. Ich wünsche Ihnen zum zweiten Mal guten Appetit. Ja, recht schönen Dank. Ich glaube, das war aber nochmal sehr hilfreich und sehr informativ. Zum Ablauf des heutigen Abends ist es so gedacht, dass zumindest mal zu den Speisen, dann bitte nach und nach hier hingegangen wird und dann werden die tiefen Teller genommen. Dann werden da Gnocchi, richtiger Ausdruck? Gnocchi. Knockern. Und dann hier weitergehen und dann an dem Topf dann den Bökelt bekommen. So, das ist schon mal zu den Speisen. Dann sind ja die Tische, glaube ich, zugeordnet. Ich glaube, jeder weiß, wo er sitzen muss, außer ich weiß es noch nicht, aber Ecki wird es mir wahrscheinlich gleich verraten. Der Katzentisch. Gut. Auf den Tischen haben wir den beliebtesten Wein, das, also wenn ich das so sagen darf, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, den haben wir dorthin gestellt. Einen Rotwein also, der ist an den Plätzen, da sind auch die Gläser dazu. Da ich das heute so ein bisschen familiär freundschaftlich verstanden habe, bitte ich an jeden an seinen Gläsern etwas festzuhalten. Wir können natürlich zwischenzeitlich auch spülen, aber
Ansonsten bitte das Glas, was ein jeder genommen hat, wiederverwenden, außer beim Bier, aber bei dem Wein beispielsweise. Dann ist also auf den Tischen ein spezieller Rotwein. Und wir haben insgesamt haben wir 4 Sorten Rotwein und 2 Sorten Weißwein auf Empfehlung des Botschafters. Und die sind dann, übrige Weine oder andere Weine sind an den Tresen, wo auch das Bier ausgeschenkt wird. Da kann dann jeder mit seinem Glas hingehen und dann den Weißwein, Rotwein genießen. Genau. Und ansonsten werden wir nachher dann auch nochmal rumgehen mit dem Pavlinka. Ist das auch richtig? Okay, gut, ich werde es im Laufe des heutigen Abends noch lernen. Wie man sieht, ist das das erste Mal, dass wir ungarisches Essen anbieten können. Hoffentlich vielleicht nicht das letzte Mal. Und ich nehme das mal gerne auf. Ich freue mich auf einen spannenden und interessanten Abend und freue mich auch über so viele zahlreiche Gesichter, die heute hierher gekommen sind. Und so wie Sie einen Abend dann genießen durften in Brandenburg, typisch Brandenburg mit Spargel, 5-Gänge-Menü, freuen wir uns jetzt hier auf ein 3-Gänge-Menü ungarisch. Und genau, dazu heiße ich alle ganz herzlich willkommen und wünsche allen einen schönen Abend und übergebe jetzt aber an den Ecki, der dann auch bitte dann eröffnet. Genau, recht schönen Dank. Jetzt hätten wir beinahe vergessen, noch zu erwähnen, dass der Peter Heidenblut sich gewünscht hat, sie alle zu beschenken. Und zwar jedes Paar. Und ich glaube, auch wenn Sie einzeln kommen sind, dürfte es reichen, kriegt eine Flasche ungarischen Rotwein, war es, Peter? Oder Weißwein? Er wirbt auch ein bisschen für Lüster und Laster. Und wenn, mehr Laster wie Lüster. Ich habe verstanden, neben den Lüstern, die man dort bekommt, bekommt man dort auch Rotwein. Ab jetzt wahrscheinlich auch ungarischen. Also, dass Sie, wenn Sie gehen, bitte daran nochmal denken, den mitzunehmen. Und dann möchte ich nochmal einen kurzen Schlenker machen zu dem, was Frank gesagt hat. Frank sicher mehr als ich, aber auch bei mir haben sich Menschen gemeldet und haben sich beschwert über diesen Abend. Und dann musste ich mir doch ein paar Gedanken machen. Mir den Ton. Ah. Und mir war es ein Bedürfnis zu sagen, dass es, glaube ich, richtig ist, wenn wir auch unter Freunden kritisch miteinander umgehen. Menschen, die gemeinsam essen, die werden zu Freunden und bleiben es dann auch. Und deswegen ist diese Symbolik so wichtig. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass Sie da sind, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist. Zwischen den Regierungen, ich glaube, zwischen den Menschen war es das nie. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement seinerzeit und vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja,